Floor clear! Ja, dank mir. Schön, dass ihr mir geholfen habt. Yes. Stick with me. I will be right behind you, Tavarish. They're starting the attack. I will take up defensive position. Einfach mal ins Bein getroffen, aber weiterlaufen bringt schon Fun. Bam. Was zum Teufel war das gerade? Hat der Weitwurf-Weltmeister die Granate geschmissen oder was? Abgesehen davon, dass die Framerate gerade übelst abkackt. Das finde ich ziemlich bitter. Ernsthaft, was ist das? Und vor allem, warum wird die mit Einzelkugeln nach die normale Musim Nagant hat ein 5er Magazin das zusammengeschweißtes oder so? Wo er einfach 5 Kugeln auf einmal reinsteckt, hier muss er einzelne Kugeln nachladen, nur weil das dieselbe Waffe mit einem Zielfernrohr oben drauf ist. Fuck Logic. Überhaupt, was killt mich da die ganze Zeit? Ah, da ist unser Freund. Okay, dann hat jemand gesagt, Private, get to cover, also mache ich das einfach mal. Oder auch nicht. Faggots. Mir ist Vasili Zaitsev. Schon wieder. Wow, was? 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 Alter. Nee, kommst hier ganz bestimmt nicht rein. Das ist meine Disco. Der Hassan hat mir nicht gesagt, dass du reinkommst. Stehst nicht auf der Gästeliste. Du Kartoffel. Den sehe ich von hier gar nicht. Muss ich wieder hoch. Ja, eine Grenade-Granate. Bam! Wichser. Oh. Das war gerade gefailt, aber hey, ich habe genug Munition, glaube ich. Das war eine Granate. Und Granaten sind ungesund, habe ich gelernt.
Ich find's lustig, dass mir oben im angezeigt, ja, Enemy Attack Waves Remaining. Ah. Wo haben wir denn eine Anti-Tank-Weapon? Ach, hier. Aus dem Nichts aufgetaucht. Aua. Ja, dann werde ich wohl meine PPSH aufgeben müssen. Ah. Wo ist denn das Problem, Kind? Wo versteckt sich das denn? Ah. Bam. Oh! Was? Ich hab nicht getroffen? So, jetzt. Und hier weg mit dem Panzerschreck, her mit der... Oh, PPSH. Ihr kommt nicht wieder! Oh. Looks like our numbers didn't come up today. Not yet, anyways. Oh, was für ein schöner Spruch. Oh. Was? Ich hab die russische. Was? Ich hab sie completed oder freigeschaltet? Ich nehme mal an, dass ich sie abgeschlossen habe. Alles andere wäre unlogisch, gebe ich zu. Zocken wir mal die britische. Oder ich höre jetzt auf, damit ich ausnahmsweise mal nicht Rage quitte. Ja, ich glaube, das wäre schlau. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Tschüss, Kinders. Hallo, ich bin wieder da. Ich lebe noch. Ich habe nicht aufgehört. Oh. Das war falsch gerade, wo ich ja die britische Kampagne unlocked habe. Und wir sind jetzt aber gerade wieder bei der russischen, warum auch immer. Okay, das hat sich geklärt. Zack, dann sind wir jetzt bei der britischen Kampagne. 1942. The Desert Fox, Field Marshal Erwin Rommel, arrives in Libya to assume command of the Africa Corps. Within a few months, Rommel, the rising star of the German army, recaptures the territory taken by the British Commonwealth forces prior to his arrival. Despite being heavily outnumbered by the British forces, the superior range and armor of the German tanks allows the Africa Corps to take the fight to the Allies. By July of 1942, the Desert Fox and his unstoppable Africa Corps, in a series of classic blitzkrieg attacks, pushes the British forces eastward across the deserts of Libya and into Egypt. Now in late 1942, holding their ground a mere 60 miles from the Egyptian capital of Cairo, British Field Marshal Montgomery's forces, including the Desert Rats of the 7th Armored Division, prepare to blunt the German offensive and regain the initiative. So sieht's aus, Kinders. Wir sind jetzt der Sergeant John Davis und wir müssen jetzt Deutsche in Ägypten killen. Ja. Queen Six, this is King Six. Enemy tank sighted leaving the depot. We're commencing our attack. Out. This is it, boys. Our decoy should keep those panzers busy while we're... Ups. Das war keine Absicht. Ah, das war ungesund gerade. Ein ungesunder Einstieg. Und mir kackt's hier gerade ordentlich die Ohren weg. Ah, fuck. Ich hab hier gerade... Moment, ich mach kurz leise. So. Ich hab hier gerade ein bisschen Probleme mit der Steuerung, weil ich jetzt in den letzten Tagen vor allem Stalker gezockt hab. Deshalb gerade mal versuche, mit X zu sprinten. Das sagt euch vielleicht was, wenn ihr Stalker kennt.
Aber ich krieg das schon hin. Okay, die Dame hier ist auf jeden Fall akkurater als unsere PPSH, die wir jetzt leider den Rest der Kampagne nicht mehr sehen werden. Möge sie in Frieden ruhen oder so ähnlich. So, hier. Fuck. Okay. Okay, ganz ruhig. Wir sind wieder im Game drin. So. Wir leben noch. Alles klar. Zack. Muss ich jetzt. Nee, hier sieht's schlecht aus. Schlecht. Aua. Schlecht. Ungesund. Ah. Ja, ich glaube, hier müssten wir hin. Wow. Du kriegst mich nicht, Wichse. Ja, der Schuss ging mal voll in den Helm, aber egal. Ich habe ja schon gelernt in Strategic Command, dass die Deutschen damals Alien-Technologie hatten. Und das erscheint mir ziemlich akkurat zu sein, in Anbetracht der Tatsache, dass die zwei Kugeln in den Helm wegstecken. Das war ein Hardpoint, ein Deutscher. Okay, dann ist noch einer übrig. Aber der auch nicht mehr lange. Wow. Mit ihren Granaten immer, das ist echt so schlimm. Wie soll man denn da auf den grünen Zweig kommen? Ja, hier. Ist mir scheißegal, was der Churchill gesagt hat. Er war ein cooler Typ, aber er soll sich jetzt mal nicht so wichtig fühlen, ja? Fuck. Ich dachte, er wäre tot.